Pascal Dennis bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Phaeton. Wir bauen den Motor aus. Heute kommt er runter. Stunde der Wahrheit. Was sehen wir noch? Sehr viele Sachen sind kaputt. Aldosch ist mir am Helfen hier. Ich bin ganz gechillt versteckt. Das Ding hier ist richtig voll. Das werden wir uns anschauen, aber natürlich nicht heute. Die werden natürlich gereinigt. Klar, da kommt nichts ab oder so. Kommen genau so wieder rein. Das ist ja unser Euro 4. Jetzt haben wir natürlich Platz. Kardanwelle machen wir ab. Dann können wir eigentlich den Motor schon runterhängen lassen. Natürlich werden wir nochmal zweifach, dreifach kontrollieren. Aha, hier ölt der auch. Sehr interessant. Ein Ladungsschlauch von der linken Seite habe ich rausgeholt. Da haben wir nochmal einen Silikonschlauch drauf. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Silikonschlauch geht kaputt. So, ein Teil kostet vielleicht 50 Euro. Ihr geht zu einer Werkstatt hin. Hier, mein Silikonschlauch ist kaputt. Könnt ihr das eben mal wechseln? Was ist das für ein Auto? VW? Ach, Schlauch, was braucht ihr? 10 Minuten. Kommt vorbei. Und dann guckt ihr euch dieses Auto an. Dann denkt ihr euch, was? Schlauch kostet 50 Euro. Arbeit 2000 Euro. So schnell geht das bei diesem Auto. Einfach mal so kleine Plastikabdeckung, die mit einer 13er Schraube fest sind. Das ist Plastikabdeckung. Mit dieser 13er Schraube kenne ich Autos. Da wird mal, was weiß ich hier, Bremssattel hier verbaut und so. Aber bei dem einfach eine Plastikabdeckung. Was nehmen wir? Ach, machen 13er rein. Wie werden ihn auf Paletten tun? Weil das anderes geht einfach nicht. Adolf, wie findest du den Motor? Riesig. Ah, höre ich auch sehr oft. Karamell ist ab. Hinten ist zwar auch ab. Den Ölkühler haben wir jetzt abgebaut. Das ist ja auch fürs Getriebe. Paletten runter, Motorhalterung ab. Und dann schauen wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Das wird interessant. Wie sieht es mit den Domepipes aus? Die können noch ein bisschen hochgedrückt. Ja, also mach ruhig. Hier ist gut. Hier ist gut, mach. Warte mal. Ja. Nee, mach, Domepipes ist schon okay. Nee, also hinten hat er schon irgendwo aufgesetzt. Ach, wegen den Schrauben. Die Schrauben muss ich abmachen. Okay, mach hoch. Okay, der sitzt schon. Paletten? Ja. Könnten wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Ja, mit dem Ölleitung sieht aber ein bisschen komisch aus da, ne? Aha. Sitzt da mir ein bisschen zu viel auf den Ölleitungen. Ölkühler fürs Getriebe hat einmal gestört. Das haben wir auch rausgeholt. Ihr seht, das Ding ist hier überall ja, ein bisschen ölig geworden. So weit sieht es jetzt gut aus. Wir werden ihn jetzt hier drauflegen und dann werden wir einmal Getriebehalterung komplett lösen. Diesen Träger, die drei Schrauben werden wir lösen. Also Wagen runter, drauf lassen, der Wagen wieder hoch. Also im besten Fall ohne Motor. Ich habe jetzt alles nochmal kontrolliert. Ich sehe nichts mehr. Ich hoffe mal, dass ich nichts übersehen habe, weil egal was ich hier übersehe, es wird teuer. Gib mir die Daumen. Also drauf wird er auf jeden Fall bleiben, das ist kein Problem. Aber ich hoffe mal, dass wir nichts abreißen. Meinst du, die Paletten halten das aus? Hoffe ich doch. Also andere Möglichkeit haben wir nicht. Wie viel Kilo wiegt denn so ein Motor? Ach, keine Ahnung, aber so leichtlich. Du siehst, der ist schon nach vorne geneigt. Ja, ich habe es sofort gerade gesehen, so, wie er sich bewegt hat. Aldosch. Ich hoffe mal, dass der auch nicht nach links oder rechts fällt, ey. Das wäre es noch, ne? No, hör auf. Ja. Ja, du kannst schon mal. Ja. Mach ein bisschen. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt erstmal. Nur ein bisschen. Berührt. Ich guck noch mal hier oben. Also gib mir bitte einmal. Oh. Ach, ich habe einen Stecker vergessen. Mach bitte ein bisschen runter. Wie habe ich den Stecker hier vergessen? Noch ein bisschen. Okay. Ach, ey, das gibt's doch nicht. Vergesse ich doch tatsächlich diesen Stecker hier. Okay, ich will gucken, ob ich den mit der einen Hand rauskriege. Alles, wirst du lieb. Okay,
Alter, mach das, sonst sah der echt gut aus. Mach mal. Jetzt mich Quellen aufpassen hier. Nee, alles gut. Okay, mach mal runter bitte. Runter? Ja, mach mal ein bisschen runter. Runter. Ach Quatsch, du sollst hoch machen natürlich. Hoch. Hoch. Ja, mach. Ja. Mach noch ein bisschen. Ich glaube, der hat verloren, Alter. Mach. Das war's. Diesen Anblick möchte ich genießen. Für ein Monster bist du denn? Was ist das? Also, Motor ist schon groß, aber was ist das für ein Getriebe? Das ist ja wie ein Triebwerk von einem Flugzeug. Ey, was geht denn hier ab? Und der hat auch keine kleinen Turbos, sehe ich gerade, ne? Noni, geschafft! Juhu! Alosch, Dankeschön. Geil. Ja. Ja, und da seht ihr, da oben ist das Lenkgetriebe. Und jetzt erklärt mir mal, wie wollt ihr das da abbauen? Lenkgetriebe von der Seite abmachen, ehrlich. Ja, klar. Da, irgendwo hier verliert der richtig Öl, das muss man sowieso abbauen. Hält das hin? Das hält. Also, es muss halten. Wenn dann das Getriebe wird so schwer sein, wahrscheinlich, dass der von hinten runterkippt. Ja. Also, so viel Arbeit war das nicht, ne? Man muss nur aufpassen, dass man echt nirgendwo drankommt. Und alles abhaken. Hier habe ich hier gerade einen Stecker vergessen. Was für ein Stecker war das? Was für ein Stecker? Ach, das war so ein Lambda-Sonnenstecker, glaube ich, ne? Nicht diesen Stecker, da habe ich ja noch irgendeinen Stecker vergessen da oben. Keine Ahnung. Hier, das war der hier, ne? Dieser Stecker, wohin gehst du denn hin? Ach, der geht irgendwo ins Innere, glaube ich. Okay. Oh, das ist ein Monster. Ja, da hat schon einer in den Kommentaren geschrieben, dass es das sein kann, aber ich glaube, ja, kommt hin. Ich habe ja sehr viele Motoren, so V8, abgebaut, da war das Getriebe mal so mickrig. Aber das nenne ich ein Getriebe, ehrlich. Also ist ja auch kein Wunder, wenn die Autos hier mal mit 1200, 1300 Newton fahren. Das ist der Unterdruckschlauch hier, der kaputt gegangen ist. Von dem hier, das ist von dem AGR-Ventil. Ja, okay, hier und hier drüben auch, also ja, jetzt wissen wir auch, wo die Unterdruckschläuche hingehören. Der gehört auch dahin. Ah, okay. Funktioniert der überhaupt noch? Sieht einfach geil aus. Das haben die extra gemacht, weil man ja, ich sag mal, für jede Kleinigkeit den Motor runternehmen muss. Und deswegen haben wir das eingespielt, damit du auch keine Probleme hast bei dieser Schraube. Ja, aber die hätten aber 1000 andere Schrauben auch einspielen können. Ne, also wie viele Schritte ich machen muss, ist ja unglaublich. Was machen wir, wenn die Dompipes hier, wenn die Flexrohre kaputt gehen? Ehrlich, muss man den komplett auseinanderbauen. Also müssen wir uns echt mal die genauer anschauen, wenn die kaputt sind, müssen wir das wieder direkt mitmachen. Also im ausgebauten Zustand kommst du immer noch nicht da dran. Was ist das? Ist das hier? Ah, das ist auch für den Turbo. Okay, den holt man dann komplett raus. Der geht dann direkt zu der Kolbenentlüftung. Ja, hier sind die Versteller. Ja, aber ihr seht das, ne? Also echt, ich habe so lange gebraucht, meine Hände zu waschen. Garrett-Lader. Jedes Mal, wenn wir irgendwas auseinanderbauen bei diesem Motor, quasi erneuern. Also wo ich am meisten Angst habe. Ich mache das hier fest und mache es nicht richtig fest. Das Ding ist undicht. Kriegt ihr nicht im eingebauten Zustand fest. Geht nicht. Irgendwie solche Schrauben, wenn die nicht fest werden. Ne? Okay, den kriegt man noch. Vielleicht den auch noch. Aber sonst kriegt man gar nichts mehr. Jetzt heißt es nur noch auseinanderbauen. Gucken, was kaputt ist. Ersetzen. Fertig. Schön. Also ich liebe das hier. Hier, was ich meinte hier. Partikelfilter. Geiler Motor.
Hammer, ey. Also den Titel der Lichtung ist einfach mal richtig nochmal mit so einem Plastik drüber, damit der halt nicht so viele Geräusche macht. Ja, was viele natürlich gesehen haben jetzt, ne, die sieht natürlich wie haben. Also hier ist kein Riementrieb. Das sind ja alle mit Zahnrädern. Das zeige ich euch noch, wenn wir bestimmt das eine oder andere noch abbauen. Sehr interessant, wie dieser Motor zusammengebaut wurde. Beim nächsten Mal gucken wir jetzt genauer an, wo der Öl verliert. Das heißt, wir werden die Dompipes abbauen, gucken, wie die Turbos sind. Danach werden wir natürlich Schrottplatztouren machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich einen Daumen freuen. Ich glaube, jetzt habe ich immer einen Daumen verdient hier. Wer nicht abonniert hat, kann nochmal abonnieren. Es sind ja nur 70%, die nicht abonniert haben. So, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Kraft ist so ziemlich. Haut rein, ciao.